der in Blau, der hat auf uns gepisst und runtergespuckt. Toll. Das gibt mir eine Handkarte, Junge. So, danke, Leon. Ich bin raus. So ein Problem. Boom. Wir überlegen uns jetzt erstes Mal offiziell mit BPO an. Ich weiß nicht, ob das BPO ist. Ich glaube immer noch, das ist YN. Aber der Blackfish hat recht, der kreist die ganze Zeit über uns, ne? Er kann nichts. Also was soll er machen? Guck mal kurz, wie viele online sind. Tag der Herr. Sind Sie der Herr mit der schwachen Blase? Einfach die Zahl von Leuten, die auf dem Dauer sind, durch zwei, da weiß das. Ja. Sechs Leute. Das macht man doch nicht, oder? Entschuldigung. Sie wussten doch, dass wir da oben. Ich bin gerade eingeschlafen. Ich höre Sie nicht. Warum hören Sie mich nicht? Was? Warum Sie mich nicht hören? Wie bitte? Warten Sie kurz. Ich höre Sie nicht, dieses... Er raubt besser? Mich. Er hat mir einen gegeben. Nein. Ich raub hier gar keinen aus. Das möchte ich mir unterbitten. Ja? Sie haben mich geschlagen, Sie... Ja, natürlich habe ich Sie geschlagen. Genau. Sie haben auf mich gepinkelt. Sie wissen, dass das Konsequenzen jetzt nach sich hat. Ich muss den Armkerl verlassen. Sie haben aber auf mich gepinkelt. Meint er gleich. Ich? Ich habe da runtergepisst. Ja, sie wussten, dass wir da sind. Sie aber, Entschuldigung. Wow, ich werd beschossen. Hören Sie Jungs, das? Jungs, es gibt keinen Grund zu schießen. Oh! Geil. Was, warum? Warum werde ich abgeknallt? Vito, gib mir erstmal einen. Was knallst du da gerade alles weg? Was passiert da gerade? Ja, der. Ich hab alle meine auch weggeknallt. Ja, kannst du meine Waffe vielleicht safen oder sowas? Versuche irgendwie da runterzukommen. Oh, hau ab, du wirst beschossen, ne? Hört sich crazy an, was die Boys da machen. Fuck. Ja, keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen, schießen zu dürfen. Wer denn auf euch jetzt geschossen? Vito hat gerade 3 von denen umgelegt und mich. Wer denn? BPO. Ist so. Gerade wurde noch, war noch gesagt, hat sich sicher, dass er BPO ist. Gerade haben wir der Polizei den Krieg erklärt. Und eine halbe Stunde später erklärt ihr noch der BPO den Krieg. Ah, warte, da ist einer in meiner Nähe, 1900. Okay. Ja, es war eigentlich ziemlich schnell ging das alles. Oh. Er hat uns angepisst, dann haben die uns alle angespuckt. Ich glaube, es waren sogar 2. Ja. 2 der Hemdfahrer, der auch nochmal zurückkam gerade. Ich glaube, es geht demnächst ganz schön heftig los, Boys. Ja, ist ja genau das, was wir wollen. Ja, was die BPO wollte. Warum haben die euch angepisst und angespuckt? Weil wir waren an der Meth-Küche. Ja. Wir haben runtergepinkelt. Dann sind wir mit dem Hummingbird hinterher, haben die angequatscht. Der wollte Zeit schinden, bis sein Kollege im Dings gelandet ist, Blackfoot. Blackfish. Hat die ganze Zeit gesagt, ich höre sie nicht. Ich bin gerade aufgestanden, ich höre sie nicht. Dann habe ich ihn halt einmal kurz niedergeschlagen. Hast du auch gesagt, ich helfe ihn mal. Ich rüttel sie mal frei. Da ist was explodiert und ich glaube, es war der Black. Sicher, dass es nicht dein Hummingbird war? Ja gut, dann User joined your channel. Alt F10. Guten Morgen. Hallo, Crackhead. Eine Beschwerde? Nein. Okay. Wir sind das von Imagis gewohnt. Nein. Instant Beschwerde. Wir haben gerade Schießerei mit BPO deswegen. Ach so, nö. Also eigentlich nur ich, aber. Also die haben dich angepinkelt oder hast du die getötet? Und Hummingbird lebt auf jeden Fall noch. Ja. Nein, die haben mich angepieselt. Dann sind wir denen hinterher. Hab gefragt, was das soll. Warum die uns anpieseln. Und dann drücke runter. Dann hat er natürlich Zeit geschindet. Bis die ganze Zeit, bis der Blackfish von denen gelandet ist. Er hat halt 3-4 Mal gesagt, ich höre sie nicht. Ich habe immer lauter gesprochen. Jawohl, easy.
Man dachte, ich gebe ihm mal kurz einen Klaps auf den Hinterkopf, hab ihn niedergeschlagen. In dem Moment ist halt schon der Blackfish, sind die Leute aus dem Blackfish gesprungen, haben schon den Beschuss auf uns eröffnet. Ja, kurz danach lagen 3 tote Bibliola am Boden. Und Alemann. Und Alemann, den habe ich leider auch getötet. Warum hast du Alemann getötet? Das war aus Versehen. Er ist gelaufen gerade und hinter ihm war der Bibliola. Und da mache ich keinen Stopp. Ja. Nee. Mega mies. Oh, vielen Dank. Auch kein Mensch. Nee. Gönne ich auch keinen. Wünsche ich auch fast keinem. Nee, auf keinen Fall. Rechts von dir. Brücke rechts dann. Sound muted. Sound resumed. Ja, ich muss ein bisschen RP machen. Guten Tag. Die BPOler bei dir? Einer. Der John Cena. Was ist denn hier passiert? Können Sie schon irgendwas dazu sagen, ob ich Angaben mache? Der Typ dort vorne hat mich bepinkelt. Daraufhin. Wie peinlich, dass ich alle Leute geklopft habe, ey. Hier boah, wie peinlich. Bei BPOler war es dann. Den Kollegen gefragt, was das sollte. Ja, der eine. Dass er uns nicht verstehen kann, weil seine Kollegen, nehme ich an, hier mit einem älteren Helikopter knapp über uns geflogen sind. Dann hat er mich geschlagen. Dann hat mein Kollege ihm einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben und daraufhin haben seine Kollegen mich beschossen. Klaps? Ich blute! Daraufhin haben seine Kollegen mich beschossen und hat mein Kollege natürlich zurückgeschossen. Wobei wir eigentlich hier gar nicht das Feuer öffnen wollten und es auch nicht getan haben. Schlagen Sie mich. Wir haben Ihnen einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben, da Sie uns anscheinend nicht verstanden haben. Obwohl mein Kollege Sie angeschrien hat. Am Ende. Wir haben am Anfang ganz nett mit Ihnen gesprochen und am Ende haben Sie trotz Schreien nichts verstanden. Und dann hat mein Kollege Ihnen einen Klaps gegeben. Ihnen jedoch nicht einmal das Geld abgenommen und Ihnen auch versichert, dass dies kein Überfall oder ähnliches sei. Nee, das habe ich ja auch gar nicht gesagt, aber warum schlägt man mich? Sie uns nicht verstanden haben und wir Ihnen einen Klaps auf den Hinterkopf geben wollten, damit Sie uns eventuell verstehen. Ach so, das ist also Ihre Erziehung. So wurden Sie auch früher behandelt, oder was? Wenn Sie was nicht verstanden haben, haben Sie sofort einen geschwungen gekriegt, oder was? Ja. Aber eine andere Frage. Sie einen geschwungen bekommen, ist es ein Grund, direkt Personen, die teilweise sogar nur daneben stehen, umzubringen? Ich wollte wegrennen. Ich habe hier gar keinen getötet. Sie haben jedoch die Kommandos gegeben. Dann will ich mich freiwillig stellen. Warten Sie, mein Ausweis? Okay. So, jetzt fragen Sie mal. Habe ich hier jemanden getötet? Das habe ich nie behauptet. Habe ich. Was? Ich habe lediglich gesagt, dass Sie dadurch durch Ihre Kommandos uns mir zumindest den Tod gebracht haben. Also, Herr John. Tot sind Sie ja nicht, sonst stehen Sie ja nicht vor mir, oder? Naja, ich musste reanimiert werden, ne? Ich habe zumindest das Licht schon gesehen. Können Sie mir auch vielleicht noch kurz Ihren Ausweis kurz zeigen? Natürlich, warten Sie kurz. Herr Marmol oder Herr Marmol? Amol. Herr Marmol. Amamol? Amamol wird schon mit Doppel-L geschrieben, oder nicht? Weil kurzes O. War nicht. Marmol, okay. Okay, gut. Dann würde ich Sie und Herr John kurz bitten, noch hier zu bleiben. Meine 2 Kollegen kommen gleich hinten mit anderen 2 Leuten und wird sich die Sache sicher klären. Okay. Will jetzt schon haben Sie meine Wertsachen zufällig gesehen? Welche Wertsachen meinen Sie denn? Ja, meine Wertsachen halt. Mein Essen, mein Trinken. Mein bisschen Bargeld, was ich bei mir hatte. Das tut mir leid, wie ich gerade erst hinzugekommen bin. Waren Sie so auf dem Boden gelegen, so gemacht, wie Sie jetzt hier... Ich mach gerade RP mit dem Kopf hier. Wie Sie vor mir stehen. Im Kopf, ja? Ist ins Wasser reingefallen. G. Parker und John Cena stehen hier mit mir und jetzt gleich kommen noch ein paar Leute. Was? John Cena? Die schauen so suchend immer in das Wasser rein. Kannst du vielleicht mal ein Hummingbird da rausholen, Alemann? Ich stehe da mitten auf der Straße. Habe ich die Keys? Ich glaube auch. Der junge Mann hat doch bestimmt auch nicht. Ich bin Anfänger. Ich hab die Keys nicht. Ja, dann lass den abschleppen von der Polizei. Sie können sicher... Sound muted. Meinen Sie, auch Ihr Essen, Trinken und das ganze Schnickschnack ist ins Wasser gefallen?
Nehme an, oder? Einer der Sanitäter hat sich unter den Nagel gerissen. Ich komme sofort wieder. Na, Moment, stopp, halt, schau. Sound resume. Ich schreie hier die ganze Zeit rum. Ey, hier ist ein Glumanda! Kommt her! Boah! Sound muted. Ja. Ja. Haben wir nur noch zwei. Liegt hier. Nee, ich komme wieder. Okay, ist ja schön, dass sie wiederkommen. Ich bringe ihren Scheiß auch mit. Seien Sie mal dankbar. Vielen Dank. Tag. Guten Tag. Oder sagen wir mal guten Abend, ne? Der mich auf jeden Fall nicht erleben, wenn ich schlecht gekackt habe. Also das wäre mir auch so super. Ganz wichtig. Mir wäre das super. Und die Feuerwehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, Mann. Ja, alles fort. Guten Abend, die Herren. Ja, schönen guten Abend. Der Helikopter dort vorne kann die Feuerwehr, denke ich mal, abschleppen. Dass hier noch irgendwie Unfälle dadurch. Ja, ich sag mal sofort meinen Rekruten Bescheid. Rekruten, so, wem kann ich denn jetzt alle reinhauen? Ihr bitte? Ja, Sie, Herr Marker. Gehen Sie mal vor zur Feuerwehr und sagen Sie mal Bescheid, dass das Fahrzeug davon abgeschleppt werden kann. Jo, bin unterwegs. Dankeschön. Ja, Vito, schleppen die ab. Ja. Sound muted. So, die Herrschaften. Ja, kennen Sie einen der Personen als nicht gerade, sag ich jetzt mal, als einen der Täter identifizieren oder, naja, Licht jetzt schon vorhanden. Oder wie, ja, dazu hier müsste ich ihm eine reinhauen, dann würde ich ja seinen Schrei hören. Aber das darf ich ja jetzt nicht machen. Ach so. Sie können von gerade Hola. Nur dem Kopf geantwortet. Keine Sorge. Ja. Für einen Schrei ihrer Kollegen wurde ich eben erschossen. Ja, vielen Dank. Um uns wurde sich gekümmert. Oh, das vielleicht erschossen worden, steht jetzt ziemlich aufrecht. Erschossen. Warum wurden ich musste reanimiert werden. Ich dachte, ich war schon jenseits. Sehr bewusstlos. Ach, sie waren schon jenseits. Dafür sind sie aber quick lebendig. War schon jenseits. Ja, wie gesagt, Reanimation. Ach, ich hab einen Schaden. Muss ich ich koche gleich für uns, ja? Bleib locker, ganz ruhig. Oh, so, Mensch, die haben aber eine sehr nette Freundin da. Und mein Kurschatten. Ja, Kollegen parken schon. Wunderbar. Also, ja, also tun. Sie sind der Meinung, die haben zuerst geschossen. Ihr seid der Meinung, was haben die gemacht? Auch zuerst geschossen oder einen feuchten Furz gelassen? Hä, wir waren hier angeln. Was haben sie nicht verstanden? Okay, gut. Und wenn die Herrschaften hier angeln waren, warum haben sie dann gesagt, es wurde zuerst auf ihn geschossen? Mit der Angel auf sie ich zu schießen oder was? Seit wann schießen angeln? Diese Herren haben Ihnen also erzählt, dass ich zuerst auf Sie geschossen habe. Nein, diese Herrschaften wollen angeln. Also irgendwas ist doch hier faul am Laden. Also ein Angler kann schlecht schießen, wenn er eine Angel in der Hand hält, oder? Ja, ich könnte Ihnen die Geschichte nochmal erklären, wie ich sie Ihrem Kollegen erklärt habe, aber ich denke, da würden mir die beiden Herren hier widersprechen. Also würde ich auch erstmal das. Lady, was versteht ihr hier nicht? Also, entschuldigen Sie, muss ich mal dazwischen schreiten. Und zwar der Kollege, der gerade, der nette Bürger, der gerade ins Wasser gesprungen ist, um seine Wertsachen zu retten, hat ja, auch Wertsachen? Hat zugegeben, Achtung, Jungs, Auto. Mhm. Ach, die Feuerwehr, top. Auf jeden Fall, der nette Mitbürger, der ins Wasser gesprungen ist, hat nichts dagegen gesagt, gegen seine Invasion. Er hat ihm zugestimmt, okay. Dass die Kollegen, also dass seine Kollegen, das Feuer eröffnet haben. Ich denke mal, die werden da ihre Ausreden bzw. ihre Alibis nicht perfekt abgesprochen haben. Ja. Das ist zumindest, was ich von der Situation halte. Von der Firma Phoenix stehen. Nun ist es aber schon schwer, etwas hier zu sagen und für irgendeine Partei zu stimmen. Die einen sagen, sie haben nur geangelt, sie sagen, nun ja, warten Sie mal, Herr Becker, warten Sie mal. Einer der Kollegen, mein Name, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt bei Ihnen. Das finde ich jetzt so noch auf Ihrer Uniform. Noch ein Schokoriegel. Wenn ich eine Weste anhabe, steht es schlecht auf meiner Weste, weil die ist kugelsicher und mein Namensschild ist direkt darunter. Bin ich jetzt wirklich sehr seltsam. Sie an der Seite steht, soweit ich das sehen kann.
An der Seite ist das Emblem der Polizei drauf, also beziehungsweise der Militärpolizei. Also, ja. Werde ich wohl nur gut verraten. Wahrscheinlich haben Sie meinen Namen verraten, wa? Herr Parker. Doch, einige noch. Ja, ich hab vorhin gesagt. Er meinte zumindest, dass der vorgesetzte Bäcker gleich kommt. Okay. Ja. Also, wie gesagt. Ja, wo ist jetzt meine Angelroute? Einer der Kollegen von diesen beiden Herren bestätigte, beziehungsweise hat keinen Einwand gegen meine Geschichte, beziehungsweise gegen meine Aussage getätigt. Von daher hat der Herr Parker Ihnen gerade gesagt, dass es eventuell sein könnte, dass meine Geschichte, beziehungsweise meine Aussage wahr ist, während, naja, Geschichte netten jungen Dame und des netten jungen Herrn eventuell nicht so, das bin komplett ich. So geschehen ist. Okay, gut. Ist ja nicht so wild. Ich meine, wir sind hier ja nur angeln gegangen und ich vermisse übrigens immer noch meine Angel. Herr Polizist, könnten Sie vielleicht mal eine Bootseinheit hier schicken und hier unter irgendwo meine Angel müsste hier noch irgendwo liegen. Haben Sie meine Angel schon noch geguckt? Kleiner Moment. Ich war vorhin jetzt unter der Brücke, bin ein bisschen der Sache auf den Grund geschwommen. Das Einzige, ja. Was ich leider... Vielen Dank. Hallo? Hallo? Oh, halt den Mund noch offen. Hallo? Ja, von 9 mm Stärke eine Angelschnur habe ich gefunden, aber mehr auch leider nicht. Das ist doch mal was, also die Angelschnur ist doch ein toller Beweis, dass ich hier angeln war. Das ist großartig. Sehen Sie? Und das Gegenstück, also der Haken, der hängt noch in meinem Bein hier, gucken Sie mal. Ja. Dann haben wir doch, dann haben wir doch alles geklärt, das war super. Mhm. Oh, wir fahren angeln und... Tut jetzt weh, pass auf. Oh! Oh, Blut, oh, Blut. So, das ist das, was ich gefunden habe. Ist es das? Zumindest ein Teil davon. Können Sie das identifizieren? Das ist meins, ja. Das ist zwar nicht mehr nutzbar, aber... von Ihnen, dass Sie mir das noch gebracht haben. Okay, ja, was anderes habe ich leider dort unten nicht mehr gefunden, also ist ziemlich weit schon weggeschwommen. Da lief sogar eine Frage. Tut mir wirklich leid. Was? Junger Mann. Wer hat seine Tage? Das flutscht. Nicht sehr gut. Macht der Klappsporten dahin. Ja, das ist für die Füße. Ja, wahrscheinlich. Alle Mann, ich brauch dich dringend. Wie viele BPOler sind bei dir? Auf der Brücke 3. 3 und 3 Cops, aber ich glaube, hier wird alles. Ich hab 7 Rettung. Ich hab keine Ausdruck. Ich bin 3, ist der jetzt in dem Sinne ein Vorteil. 3 ist bei dir sicher, ja? 3 Safe Call. Ice Phoenix. Die beide ein Buch dort. Ronin und John Cena. Ja, Ronin und Aufrichtungsleiter. John Cena. Das ist Fiorizzi hier oben. Ich kann natürlich schlechten Ersatz bieten, der Herr. John Cena, was willst du dir? Sachen mit Qualität. Warum geht denn der Herr jetzt? Ich hab 7 Rettung. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Na, ist jetzt vorbei. Ja, nach einer hab ich zurück. Liga runter. Aussage. Ich hoffe, dass als eine kleine Ersatzentschädigung sollte. Ja, zumindest was sein. Der einzige unter 1000 Muscheln. Danke. Die kommen gerade zu dir, ne? Ach, und die Feuerwehr. Ja, da gibt's auch noch einen kleinen Dank. Ey, die eine war so heftig. Ja, bitte. Ach, nee, auch da liegen die Fallrückzieher. Und, Officer, aus dem Rang bin ich raus. Da ist es mir warm, Alter. Kann mich gerne. Von melden wir uns eigentlich ESL an. Ist klar, dann. Alter. Alter, müssen wir hier dreifachen Frontflip, Salto, Overflow. Kicken. Lernen wir dann. Wir sehen uns ja wieder. Oh, wow. Wir haben einen wunderschönen Abend, die Herrschaften noch. Die haben echt lange Weile. Ich habe ihm gesagt, ich wusste, dass er da oben liegt. Ich bin zu ihm hin, hab gesagt, nimm die Hände an den Kopf. Erster bin ich hin, hab gesagt, ich lasse dich am Leben. Ein Zeichen des guten Willens. Nimm nur bitte die Hände an den Kopf, damit ich hier wegrennen kann. Hat er nicht gemacht. Ich sag immer noch, oder? Ich sag, nimm die Hände hoch, bitte. Sonst muss ich dich abschießen. Gut, dann werden wir mal abrücken. Dann sagt der, bleib ganz ruhig. Ich sag, nimm die Hände und hoch. Schönen Abend. Ja, das ist. Halten Sie die Ohren steif. Gerade vorne, geradeaus. Walter. Dann werde ich mich auch mal entfernen. Alles klar, danke. So, die Herrschaften aufrücken. Sound muted. Sound resumed. So, jetzt, Vito? Die kommen. Ja, jetzt habe ich schon einen getötet. Wartet, bis er kommt. Yo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.